Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. In der letzten Folge haben wir ja die, helft mir schnell, Enforcer-Karriere durchgespielt. Das sind ja immer 10 Missionen und ich will unbedingt jetzt mal ein bisschen scannen und ein bisschen was machen. Deswegen gehen wir in die Entdecker-Karriere und da freue ich mich schon ehrlich gesagt sehr drauf. Bin mal gespannt, was... Oha! Rimaremi Tasanen. Sind alle ganz schön sportlich im Weltall. Aber ihm fehlt... Das sieht merkwürdig aus und die... Gut. Nur 5 Missionen. Okay. Mal sehen, was er für uns hat. Für Sie, mein Freund, habe ich immer Arbeit. Willkommen, Mr. McCracken. Dann wollen wir mal einen echten Entdecker aus Ihnen machen. Öffnen Sie Ihren Sondenscanner, sobald Sie im Weltraum abgedockt sind. Wählen Sie Warpen zu und steuern Sie dann auf dem Ort Anomalie-Trainingsgebiet an. Kosmische Anomalien wie diese sollten leicht zu finden sein. Okay, beschaffen Sie diese Waren. Proof of Discovery Anomalies. Bringen wir hier hin. Kein Thema. Beim Schiff machen wir das. Bleiben wir in unser... Ja, warum nicht? Das ist ja das schönste Schiff, was wir haben. Ach so, wir haben auch noch eine tägliche Belohnung. Müssen wir uns gleich mal angucken. Und machen wir gleich. Cool. So. Kosmische Anomalien. So. Anomalie-Trainingsgebiet. Okay. Also hier sind die Anomalien immer drin, ne? Wenn wir wahrscheinlich hier auch mal rein müssen. Interessant. Okay. Also es gibt... Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, um zu erklären, was es alles in EVE an Scan-Möglichkeiten gibt. Es gibt alleine hier die 4 Scanner. Es gibt Scan-Sonden und so weiter. Trainingscontainer. Gehen wir mal hin. Ist der... Da hinten. Sieht das cool aus hier wieder, ne? Wartet mal ganz kurz. Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, einen Screenshot zu machen, ohne das Video kurz zu... Ich habe kurz in der Pause verloren zu sprechen. Steuerung F9. Ich habe noch keinen Weg gefunden, einen Screenshot zu machen, ohne kurz das Video zu pausieren. Falls irgendjemand von euch eine Taste kennt, mit der man nicht mit der Steam-Taste, also nicht mit F12. Ist das auf dieser Seite oder auf der anderen Seite? Ist das auf dieser Seite vom... Okay. Also, ich weiß nicht, welche Taste. Print. Print geht auch nicht. Aber ich habe gar keinen Print auf meiner Tastatur. Könnte daran liegen. Geht Print bei euch? Trachten. Nein. Stopp! Stopp! Okay. Wachtraum öffnen. Proof of Discovery und zurück. Das ist jetzt schlecht. Ja. Seht ihr, das ist zum Beispiel gefährlich, wenn man in einer Mission ist oder im PvP und will rauswarpen und hängt dann mit seinem DeLorean so schräg in so einem Roid fest, dann kommt man nicht auf die notwendigen 80 Meilen pro Stunde. Ja, da muss man ja erst so drumherum. Und es kann einem schon mal den Kopf kosten im schlimmsten Fall. Deswegen in Missionen eigentlich immer nach Möglichkeit ausrichten und ein bisschen Platz haben nach links und rechts. Dann hat man da keine Probleme. So, das war Mission Nummer 1. Das war sehr einfach. Also Anomalien findet man natürlich hier rüber, über den Richtungsscanner hätte man das gefunden, meine ich. Aber ich hoffe, dass wir auch normale Scannen jetzt hier gleich noch bekommen. Also, akzeptieren. Ach so, alles klar, Mission. Vernichten Sie so. Mindestens ein Missionsziel wurde nicht erreicht. Jetzt habe ich Entdecker angenommen. Sorry. Doch, wir müssen ja Entdecker annehmen. So, jetzt. Also. Das machen wir auch noch, aber nicht jetzt.
Das haben wir 5 Stunden. Nee, haben wir Mission abschließen. Das war nur Mission Nummer 1. Mission erfragen. Eine Einführung zum Thema kosmische Signaturen. Oh, wir kriegen eine Heron. Das ist ein Scanship. Cool. Also, ich habe hier eine Mission für Sie, die genau Ihrem Kaliber entspricht. Mit Ihrem Sondenscanner können Sie kosmische Anomalien mühelos aufspüren. Es gibt jedoch auch andere Arten von Gebieten, die unter dem Begriff kosmische Signatur zusammengefasst werden und um einiges schwieriger zu finden sind. In der Regel müssen Sie Ihren Scanner dazu mit Scansonden verstärken. Kosmische Signaturen können uralte Ruinen sein, die es zu erkunden gilt, geheime Dateneinrichtungen, die gehackt werden müssen, oder exotische Gaswolken, die nur darauf warten, abgebaut zu werden. Allerlei Schätze warten auf Entdecker, aber um sie in die Finger zu bekommen, müssen Sie wissen, wie sie in verschiedenen Gebieten vorgehen müssen. Bevor wir sie auf kosmische Scan-Missionen schicken, bei denen sie womöglich ihr Schiff riskieren, möchte ich ihnen unsere Trainingseinrichtung ans Herz legen, in der sie sich einer sicheren Umgebung mit den Signaturen da draußen vertraut machen. Nutzen sie dazu das Schiff, das ich ihnen zur Verfügung gestellt habe, befolgen sie die Anweisungen, die sie vor Ort erhalten, und erstatten sie mir anschließend Bericht. Wir kriegen jetzt direkt eine Heron. Tatsächlich. Folgen Sie die. Aber die ist ja jetzt nicht gefittet. War cool, ne? Die ist cool. Namen ändern. Ach komm, Scanner. So. Cooles Schiff. Wir holen mal schnell unsere Belohnung ab. Start a Gift Cerebral Accelerator beanspruchen. Gegenstände. So, wir müssen natürlich erst einlösen. Einlösen, ja. Sie verfügen über zu viel Erfahrung, um Nutzen aus diesem Booster ziehen zu können. Voraussetzungen, Attribute. Okay. Er verliert seine Funktion für Piloten, die sich vor mehr als 45 Tagen registriert haben. Okay. Na dann. Kann ich das dann... Kann ich den löschen? Ne. Also bleibt er jetzt für immer da drin und wir werden immer diese Meldung bekommen. Juhu. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt in die Heron eingestiegen und wir nehmen die einfach mal. Dann haben wir auch mal ein anderes Schiff gehabt. Die Heron ist ein Scanschiff. Ich kann gleich mal zeigen, warum. Zu Gebiet warpen. Hier nicht mehr folgen. Schließen Sie die Unternehmermission 2 ab. Das ist irgendein... Das ist irgendein Fehler hier, würde ich vermuten. Blenden AIR. Vielleicht nervt es uns dann nicht so. Also, das mag ich an den Kaldari-Schiffen so ungern, wenn die so... Oh, jetzt gibt es hier eine Story. Gut, dass ich weiß, wie viel das funktioniert. Rulie Isorün. Seien Sie gegrüßt, Pilot, und mein Lob dafür, dass Sie es hierher geschafft haben. Na, ich habe einen Knopf gedrückt. Mein Name ist Rulien Isorün und ich arbeite für die Sisters of Eve als Berater für Kapselpiloten im Training. Auch wenn ich Ihnen nach und nach Ratschläge anbiete werde, müssen Sie sich dennoch bei Ihrem eigenen Agenten zurückmelden. Sie befinden sich jetzt in der Versammlungstasche unserer Trainingseinrichtung. Vor Ihnen liegt ein Beschleunigungstor. Diese mächtige Struktur können Sie Ihr Schiff tausende von Kilometern nach vorne in die Tiefe schleudern. Ja, ja, ja. Also komm. Bei Null müssen wir nicht anfangen. Gucken mal. Oh, stark. Das ist ein... vergessen, wie das Ding heißt, aber das Ding ist super cool. Das sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek, ne? Bisschen. Sehr cool. So, ich gehe einfach mal davon aus, wir sollen das jetzt hier machen. Aktivieren Sie das Gate. Zack. Bin nur ein bisschen verwirrt, weil ich so plündern.
So, ihr könnt Pause machen, euch das durchlesen. Und wir fliegen in der Zeit mal dahin. Wie schnell ist das Schiff? 391. Ist erstmal ganz gut. Ich hätte schon mal ein bisschen was reinbauen können. Zumindest ein Afterburner. Aber gut. Und dann machen wir, wenn wir wieder auf Station sind. So viel Fitting haben wir nun auch nicht. Haben wir dafür irgendeinen Skin? Natürlich nicht. So, und warum ist das jetzt ein Scanship? Das sieht man hier. 7%, 7,5% Bonus auf Basis- und Gefechtsscan-Sonden, 5% Reduktion der Dauer von Bergungsmodulen, 5% Bonus auf die Virusstärke von Relikt- und Datenanalysemodulen. Hier ist kein Bonus auf irgendwelche Waffen und auch sonstiges. Und dadurch beschreibt sich dann der eigentliche Sinn und Zweck dieses, dieses Schiffs. So, das Problem ist nur, kann ich das jetzt hier einbauen? Nö. Also nehme ich das erstmal nur mit. Okay, wir nehmen das nur mit. Ich weiß ja, wie Scannen funktioniert, deswegen müssen wir das, muss ich das jetzt nicht alles im Großen und Ganzen, sieht aber cool aus hier, die Plattform, durchlesen. Das kann ich euch dann lieber zeigen, wenn wir wirklich scannen. Dann ist es nicht nur graue Theorie. So. Geld aktivieren. Zack! Einfach ein schönes Spiel. Und wie gesagt, alles das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist immer noch vollkommen kostenlos. Sehe ich immer, der aussieht wie ein Datengebiet. Datensignaturen werden gefunden, wenn ihr Scanner eine Gegend mit bla bla bla. Hacken, ja, da bin ich ja nicht so der Fan von. Okay. Könnt ihr euch immer Pause machen, das euch in Ruhe durchlesen. Das hier bauen wir gleich alles ein. Dann scannen wir uns mal was Schönes. Und wenn wir jetzt dann eine Heron haben mit Scanner und Scan-Probes, dann können wir uns auch mal den Eingang in ein Wurmloch erscannen und dann mal mit einer Venture rein und gucken, ob wir da vielleicht besonders gutes Erz finden. Ich befürchte nur, wir werden die Sleeper da drin nicht erledigt kriegen. Also können wir da maximal reinspringen, anklopfen und müssen dann sofort wieder rausspringen, weil die Sleeper sind, also das sind quasi die Ratten im Wurmloch, die sind schon heftig. Die sind schon recht heftig. So, das ist ein Relic-Gebiet, okay. Macht mal Pause, lest euch das in Ruhe durch. Dafür brauchen wir dann den Relic-Analyzer. Funktioniert dann, glaube ich, wieder wie dieses andere Hacking, wie dieses Minesweeper-Spiel. So, und dann gibt es noch ein Gasgebiet. Das ist natürlich ein Jackpot. Wenn man eine Gas-Site findet, kann man die schön minern. Das ist dann schon sehr lukrativ in den meisten Fällen. So, das ist hier eine Gas-Site. So, dann könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Okay. Abdocken. Andocken natürlich. Und dann fliegen wir zurück. Dann dürfen wir das einbauen. Gehe ich mal von aus. Und dann müssen wir hoffentlich was erscannen. Bin ich gespannt. Und wir müssen uns ja ganz langsam schon nach einem Platz aussuchen. Oder einem Platz umgucken, wo wir dann hinwollen. Falls jemand von euch ein schönes System kennt, wo man ein bisschen missionieren kann, ein bisschen minern kann, wo nicht allzu viel los ist, vielleicht mit einem Zugang zum Low, dann schreibt mir den bitte mal in die Kommentare. Dann könnte man da tatsächlich dann demnächst mal hin, wenn wir hier mit den Agenten durch sind. Das sieht ja zumindest so aus, als würde das relativ schnell gehen. Mission abschließen. Mission erfragen. So. Sondenscanner, als erstes werden sie auf ein Datengebiet stoßen. Das bedeutet, sie müssen zunächst ein ziviles Datenanalysegerät ausrüsten. Scannen sie das Gebiet mit ihren Scansern und hacken sie den darin befindlichen Container mit Hilfe ihres Datenanalyse. Erstatten sie mir anschließend Bericht. Okay, Proof of Discovery Data. Perfekt, akzeptieren wir. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein bisschen unser Schiff ausrüsten. Das geht hier in den Drone Cargo, ist es schon. Das geht hier rein, das geht hier rein. An dieser Stelle ist schon etwas.
Verzeihung. Das geht da rein, die Probes gehen da rein. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, was wir bei Fitting noch so über haben. Oh, wir hätten zwei Gatlings. Warum nicht? Dann starten wir das mal mit einer Gatling mit zwei Waffen aus. Dann brauchen wir noch ein bisschen Munition. Wo ist denn unsere Zeitmaschine? Dann nehme ich mal Tungsten 1000 hier raus und hier rein. Nur, dass wir uns ein bisschen verteidigen können gegen die eine oder andere Ratte. Dann gehen wir hier in den Fitting-Container. Ein Afterburner kann nicht schaden. Der bringt uns dann auf 600. Das ist gut. Small Shield Booster kann auch nicht schaden. Nanofiber, dann sind wir etwas wendiger. Overdrive Injector, dann sind wir noch ein bisschen wendiger. Das sieht doch erstmal alles ganz gut aus. Cargo Hold Optimization brauchen wir nicht. Okay. So, haben wir zumindest ein bisschen was erschöpft in 44. Das ist, liegt hier an dem. Ohne den Shield Booster ist unser Cap stabil. Abdocken. Also, ich freue mich drauf. In der letzten Folge hatte ich noch gesagt, ich möchte mich mit dem Scannen hier ein bisschen auseinandersetzen. Und jetzt müssen wir das Datentrainingsgebiet finden. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Das Erste, was man macht, ist eigentlich, man sucht sich erstmal irgendwo einen Platz, wo man ein bisschen seine Ruhe hat. Wenn man im Low ist zum Beispiel, dann wirft man irgendwo die Sonden raus und klugt dann, stellt sich irgendwo hin, weil man wird dann in einem Menü sein und nicht mehr so unbedingt sofort alles mitbekommen, was um einen rum passiert. Also stellen wir uns hier erstmal an so einen Planeten. Das ist in Ordnung. Und klicken jetzt hier drauf, um die Sonden zu starten. 8 Sonden gehen jetzt raus und wir gehen in den Sondenscanner. Okay. So, wie sieht das Ganze jetzt also hier erstmal aus? Wieso ist jetzt hier dieser Kegel noch zu sehen? Machen wir mal aus. Kann ich das hier auf 0 stellen? Ja, so nervt es uns nicht. Also, diese Sonden, 8 an der Zahl, nehmen jetzt erstmal automatisch so eine Position ein. Ich zeige euch das mal. Die also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von oben, ja, man sieht es relativ schlecht. Also die so ein... Die so eine Formation bilden, sage ich jetzt einfach mal. Und wir werden jetzt erstmal das hier etwas anpassen. So. So. Kampfgebiet, kosmische Anomalie, Trainingsgebiet. Okay. Wir suchen. Datentrainingsgebiet. Also, das heißt, wir machen erstmal die relativ groß und klicken erstmal einmal auf Analysieren. Was also jetzt passiert ist, die Sonden fliegen an ihre entsprechenden Positionen und scannen jetzt von sich aus. Und dann wird das im Grunde nach Triangulation geben die jetzt erstmal hier tatsächlich dann schon mal so ein paar Hinweise. Also, Reliktgebiet, Gastrainingsbereich, Datentrainingsbereich. So, den klicken wir erstmal an. Wir sehen schon, den haben wir jetzt, das ist völlig unrealistisch, aber es ist halt nur ein Test, schon gleich zu 100% erscannt. Normalerweise kriegt man nur so eine grobe Ahnung, wo der ist, geht dann in eine kleinere Stufe, verschiebt entsprechend seine Sonden so hierhin, dass man ziemlich mittig in diesem Gebiet drin ist. Oft ist das dann mehr so eine Wolke, manchmal auch so eine Gerade, manchmal eine Ebene. Und geht dann mit dem Scan-Bereich immer weiter runter, bis man dann tatsächlich genug Signalstärke hat, um dieses Datentrainingsgebiet zu finden. Wir haben es jetzt sofort gefunden. Also fliegen wir direkt hin, hier mit dem Warp-Button. Und ich klicke hier drauf, Sonden zurückholen. Dann kommen die ganzen Sonden zu uns zurück. Wir müssten dann hier wieder auftauchen und wir können jetzt hier alle nachladen und laden das nach. So, da haben wir dieses Trainingsgebiet gefunden. Den wollen wir jetzt öffnen. So, wir sind zu weit weg. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hacken. Civilian Data Analyzer, ich mache den mal an. Schalten das mal auf. So.
Und hier war es wieder dieses Spiel. Noch 4 entfernt, noch 3 entfernt, noch 2 entfernt, noch 1 entfernt, noch 1 entfernt, 2 entfernt, dann ist es hier. Systemhacken erfolgreich. Gott sei Dank habt ihr mir das in den Kommentaren erklärt. Wachtraum öffnen. So, wir müssen noch näher ran. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht von diesen Ringen erwischt werden. Wachtraum öffnen. So, Proof of Discovery. Perfekt. Und wir docken. Nee. Doch. Andocken. Ich wollte gerade sagen, müssen wir noch ein zweites gleich machen? Nee. Ah, jetzt hängen wir hier wieder in der Struktur fest. Aber wir sind so wendig, auch durch unsere Overdrive, und dass wir da kein Problem haben. Das ist ein flinkes kleines Schiff. Die Scanschiffe sind meistens Regatten. Ich weiß gar nicht, ob es auch größere gibt. Dann gibt es die natürlich als T2-Variante. Das ist dann natürlich schon was Cooleres als Buzzard. Die T2-Varianten sehen eigentlich immer fast genauso aus wie die T1-Varianten. Haben dann aber natürlich mehr Power Grid, mehr CPU, meistens mehr Slots, andere Boni. Das lohnt sich dann schon. Können wir aber als Alpha nicht machen. So, Gespräch beginnen. Mission abschließen. Cool. Machen wir gleich weiter. Wir sollen doch bestimmt jetzt Relic Site finden. Kein Problem. Abdocken. Machen wir das. Kriegen wir hier in der Folge, glaube ich, durch. Und dann können wir... Ich glaube, wir müssen dann hier raus aus diesem System irgendwo anders hin und ein Wurmloch finden. Das ist aber eigentlich kein Problem. So, wir warpen wieder an den Planeten. Haben wir unsere Ruhe. Müssen wir nicht vor der Station hier rumscannen. Das finde ich mal ein bisschen unhöflich. Das kombinieren wir mal. Dann sind die beiden hier zusammen. Okay, also. Sonden raus. Ab in den Sondenscanner. Wir gehen wieder auf 8 AU. Stellen das hier ziemlich genau mittig. Und Analyze. So, wer hatte sich das vom letzten Mal gemerkt? Sieht so aus. Naja. Wo sollen wir überhaupt hin? Relic. Datentrainingsgebiet, Relikt-Trainingsgebiet, Warp. Warp-Antrieb aktiv. Zack. Huch. Wir müssen die Sonden zurückholen. So, die Sonden kommen wieder zurück. Die sind unglaublich schnell. Ich kann mich erinnern, dass das alles ein bisschen langsamer war, als ich vor 10 Jahren gespielt habe. Um den Inhalt zu kommen, müssen Sie einen Civilian Relic Analyzer. Den haben wir. Haben wir. So, dahin. Ist das? Ja. Cool, dass hier wieder aussieht, bitte. Also erzählt mir mal, ihr kennt noch ein Spiel, was so gut aussieht. Im Weltall. Klar gibt es Spiele, die so gut aussehen, aber im Weltraum? Hm. Definitiv sehr cool. So, 5 Kilometer Reichweite, müssen wir noch kurz warten. So. Also. 5. 5. Ah ja, spannend. 4. 3. 2. 1. 4. Systemhack erfolgreich. Wachtraum öffnen. Zack. Und wieder zurück. Zwischen absolute Pros. So, wir kommen jetzt hier wieder nicht weg, ne? Und passt auf, dann man einfach erstmal eine Rutsche mit dem Afterburner hier raus. Den Afterburner dann wieder aus. Und dann warpen wir dahin. Warp-Antrieb aktiv. Okay, also ich finde es gar nicht schlecht. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich noch nie gescannt hat, dann
reicht das wahrscheinlich eher nicht, um zu kapieren, wie es funktioniert. Ich glaube, mit ein, zwei YouTube-Videos kommt man dann aber ganz gut dahin. Aber man wird zumindest mal rangeführt an das ganze Thema. Als ich mit Eve angefangen habe, gab es nichts davon. Gar nichts. Man hat den Charakter gekriegt, war auf der Station und that's it. Internet war auch noch nicht so erfunden. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe. Ich meine, es war 2008. Klar gab es da schon Internet, aber es gab nicht für alles und jedes ein YouTube-Video. Es war schon eine interessante Zeit. So, 5 von 5. Jetzt müssen wir die Gas finden und kriegen dann eine Bantam. Was ist denn eine Bantam? Eine Fregatte. Ja, ob wir die jetzt unbedingt gebraucht hätten, weiß ich nicht. Aber was wir haben, haben wir. 105 bewilligte Gegenstände. Wir müssen diesen... Sie erhalten diesen Gegenstand, wenn sie die Mission annehmen. Okay, ich gehe mal davon aus, es macht Sinn, dass wir den mitnehmen. Machen wir das. Abdocken, los geht's. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, es gibt hier 10 Missionen und man geht auch wirklich mal in so ein Wurmloch rein, aber wir haben natürlich in so einem Wurmloch auch wirklich überhaupt nichts zu suchen. So, jetzt zeige ich euch mal, dass das auch hier geht. Ich kann also auch hier meine Drohnen rausschmeißen. Gehe hier rein. Klicke auf Analysieren. Die fliegen an ihre Position. Wenn sie da sind, fangen sie an zu scannen. Ist jetzt auch noch nichts Neues. Man kann das hier auch direkt vor der Station machen, aber in der Regel suche ich mir dafür immer eine ruhige. So, und dann ist hier nicht Daten, sondern Gastrainingsbereich. Und da wollen wir hin. Drohnen wieder rein. Zack. Wenn man das normalerweise macht, findet man erstmal nur so 10%. Das, dann weiß man auch noch nicht, was man erst scannt. Sondern ich glaube, das kriegt man erst ab 50% Signalstärke raus, was das überhaupt ist. Also geht man dann in die Nähe, verschiebt die Sonden, macht die einen kleiner, scannt wieder. Dann versucht man das irgendwie hinzukriegen. Das ist schon... Die befinden sich im Inneren des Trainingsgebietes für Gas. Okay. Weiter. Also dann ist man schon ein bisschen mehr beschäftigt, aber gefühlt ist nicht. Früher musste man extrem viel auch skillen dafür, damit man das überhaupt geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob man das heute wirklich alles noch so braucht. So, Trainingscontainer, das sieht ja auch wieder absolut fantastisch aus. Mach nochmal schnell einen Screenshot. Kann man sich ja ganz schlecht entscheiden, was man dann wirklich nimmt. Auch hier so die Details, ne? Irgendwelche Sachen so langfahren. Wachtraum öffnen. Proof of Discovery. Wofür wir das haben, weiß ich nicht. Dieser zu dem Rahmen ist von Schulung. So, er wird verwendet, um einen Beschleunigungs... Aha, okay. So, Waffen drauf, das ist ein schönes kleines Scanschiff. Dann sind wir hier ja fast durch. Wenn wir das ganze Scanning in einer Folge gemacht, dann können wir in der nächsten Folge zusehen, dass wir den Glücksritter, was war das, Glücksritter? Und den machen. Und dann können wir uns schon ein neues Zuhause suchen. Haben wir dann eine Badger, gucken wir, dass wir so viel wie möglich da reinkriegen. Sprich, beginnen, Mission abschließen. Perfekt. Gut, Agenten. Dann bleibt nur noch ein einziger Glücksritter. Wir gucken da jetzt mal kurz. Ich habe ja schon aus Versehen die Mission angenommen. Das heißt, der Bonus wird dann verfallen. Vernichten Sie alle feindlichen Schiffe in diesem Gebiet. Ja. Das machen wir dann nächstes Mal. Die 139 gehen uns dann verloren. Das ist nur die Bonusbelohnung, wenn man das innerhalb von... Ich habe auch keine Ahnung, wie dieser Wert entsteht, ne? Warum 5 Stunden 34? Pff, macht alles irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Hier sind es wieder 10. Hier wird wieder ein bisschen gekämpft. Ich finde das ganz cool. Und wenn wir das fertig haben, dann sind wir, glaube ich, durch alle... wo sehe ich die normalen Agenten? Dann sind wir durch alle Startagenten einmal durch.
und können ganz entspannt uns ein neues Zuhause suchen. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr da einen guten Tipp habt. Würde ich mich total darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie immer, fly safe. Bis dann. Tschüss.